Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einer neuen Folge Conan Exiles. Dieser Guide dreht sich heute komplett um das Thema Herstellung von Tierpräparaten. Der eine oder andere von euch hat mich in den Kommentaren in den letzten Tagen häufiger gefragt, hör mal, bei mir auf dem Server hat der und der Tierpräparate. Ist das ein Mod oder kann man das auch mittlerweile regulär im Spiel herstellen? Daraufhin habe ich mich mal kundig gemacht und ja, man kann sie mittlerweile im Spiel herstellen. Allerdings ist dieser Weg ein wenig anders als der üblichen Tierpräparate. Da habe ich auch bereits ein Video drüber gemacht, das werde ich oben im Video verlinken. Und ich werde euch diesen Weg jetzt einfach zeigen. Ich bitte euch zu entschuldigen, wenn meine Stimme heute ein bisschen komisch rüberkommt. Mich hat der Pollenflug erwischt. Und meine Nase ist bis oben hin zu und seitdem mir der HNO-Arzt heute da so ein Zeug reingesprüht hat, ist die pausenlos am Laufen. Und wenn sie nicht am Laufen ist, ist sie verstopft. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr kennt es, wenn ihr in den Talenten ab Stufe 11 den Präparator-Lehrling gelernt habt, könnt ihr die ersten Tierpräparationen herstellen. Das könnt ihr dann im Laufe der Stufenfortschritte erweitern und wunderbare Kopftrophäen herstellen. Wie gesagt, darüber habe ich bereits ein Video erstellt. Allerdings gehören da diese Präparationen nicht mit hinzu. Nun, ganz einfach, wie kann man das lernen? Ihr müsst Stufe 60 sein. Ihr benötigt dafür Fragmente der Macht oder Machtfragmente und ihr benötigt die Schriftrolle künstliche Tierpräparate. Die bekommen wir nur im Archiv in der namenlosen Stadt. Begeben wir uns mal hin. So, da sehen wir es. Huschusch. Zack, da bin ich. Und wir sind vor dem Archiv. Der ein oder andere von euch wird es hier schon häufiger mal gewesen sein. Schon um den Kartenraum zu erlernen. Aber es gibt auch noch andere Möglichkeiten, die man jetzt hier wahrnehmen kann. Geld haben wir nicht, aber ein Aufzug. Das ist immer wunderschön. So, da haben wir schon den Kartenraum rumliegen und da haben wir das Regal mit sämtlichen Schriftrollen. Für eine Schriftrolle benötigen wir ein Machtfragment und hier ist es ein reiner Zufall, was für eine Schriftrolle wir rausziehen. Das heißt, ihr benötigt eine gehörige Portion Glück, um die Schriftrolle zu finden, die ihr haben wollt. In unserem Fall halt jetzt die Schriftrolle künstliche Tierpräparate. Gucken wir einfach mal. Einfach dran stellen. Normalerweise kommt eine Anzeige hier, drücke E zum Interagieren. Das gilt natürlich für den PC. Auf der Xbox bzw. der PlayStation ist es ein anderer Knopf. So, und dann einfach aktivieren. So oft wie ihr die Machtfragmente habt. In dem Fall sind es jetzt 10 Schriftrollen gewesen für 10 Machtfragmente. Und wir haben Übungsschwerter, Totengräber, Dolche, Kampfwender, Totengräber zweimal, Kampfwender zweimal, Dolche zweimal, Übungsschwerter zweimal, Trockenofen und verstärkte Schemel. Ihr seht also, von den 9 war jetzt nichts bei drin gewesen. Wenn ihr das Glück habt und ihr die künstlichen Tierpräparate habt, könnt ihr sie entweder hier mit F benutzen oder ihr legt sie einfach runter in eure Leiste. Einmal aktiviert und ihr seht, erlernt Imitat Präparator. Damit gehen wir dann in unsere Talentleiste, scrolle nach unten und sehen hier die Bibliothek esoterischer Artefakte. Alles das, was wir an Schriftrollen lernen können. Und dort sehen wir dann den Imitat-Präparator, erfordert Stufe 60 und er hat ein ganzes Repertoire an Tieren, die wir ausstopfen können, inklusive einem Eisenpodest zur Präsentation dieser Viecher. So, zurück in unsere Basis. Flieg, flieg, kleines Mädchen, flieg, flieg. So. Hier steht auch unsere wunderhübsche Werkbank und dann sehen wir, das Repertoire wurde dementsprechend erweitert. Von je nachdem, was wir lernen wollen, können wir uns dann etwas einfach raussuchen. Nehmen wir uns hier einfach mal den Bären.
Um einen ausgestopften Bären herzustellen zu können, benötigt man 100 Bärenfell, was eine ganze Menge ist. Ihr benötigt 10 Klauen, kann man auch rankriegen. Und ihr benötigt 5 Reißzähne. So, besorgen wir uns die Sachen mal. Schön, dass es das Admin-Modul gibt. Bärenfell. So, da haben wir 100. Klaue. Entschuldigung. Das ist schlimm, wenn die Nase nonstop am Laufen ist. So, was brauchen wir noch? Und Reißzähne, 5 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, das legen wir dann einfach alles in unser in das Inventar der Werkbank rein, suchen den Bären raus, klicken auf Herstellen und wir sehen das Menü, wie gesagt, die Herstellung beginnt. Ah. Entschuldigung. Und hier ist es ganz wichtig, wenn ihr einen Thrall in eurer Werkbank eingespannt habt, bekommt ihr dementsprechend natürlich noch einen Zeitbonus mit gut geschrieben. Das heißt, wenn ihr eine T4 Thrall habt, 50% an Ressourcen erspart ist, aber auch 50% schneller. So. Und das war's. Jetzt ist der Bär hergestellt. Außer, außer, hey. Auswählen. Positionieren. Geht wie die anderen auch. Bestätigen. Und schon steht er da. Ja, und ihr seht, das sind alles Tierpräparationen, die man mit einem einzigen Rezept herstellen kann. Es ist eine ganze Menge und für den einen oder anderen wird sicherlich etwas dabei sein. Ja, und das war es auch gewesen. Es ist ein relativ kurzer Guide aufgrund meiner Stimmlosigkeit bzw. meines Problems mit dem Luftholen heute. Ich hoffe, dass das in den nächsten Tagen wieder normal sein wird und ich dann dementsprechend auch wieder regelmäßig Videos hochladen kann. Im Moment ist es leider nicht möglich. Ansonsten, wenn euch die Folge gefallen hat, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr ein Abo da lasst und die kleine Erinnerungsglocke neben dem Abo-Button mit aktiviert. Nur so werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Frühlingstag. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis später denn. Ciao, ciao.